Heute zeige ich dir einen Indikator, mit dem du die Erfolgswahrscheinlichkeit von Forex-Trades deutlich erhöhen kannst. Welcher Indikator das ist, verrate ich dir nach dem Intro. Hallo, mein Name ist Thomas Blees und ich bin seit 15 Jahren als Trader und Investor an der Börse aktiv. Inzwischen bin ich nachhaltig erfolgreich und mit meinen Online-Kursen und YouTube-Videos möchte ich dir helfen, dass du das auch schaffst. Wahrscheinlich benutzt auch du, um deine Trades möglichst erfolgreich zu gestalten, die unterschiedlichsten Indikatoren. Es gibt ja verschiedene Kategorien: Trendindikatoren, Momentumindikatoren, Volatilitätsindikatoren und Volumenindikatoren. Doch der Indikator, den ich dir heute zeigen will, hat mit all dem nichts zu tun und ist dennoch viel besser. Was ist das nun für ein komischer Indikator, wirst du dich wahrscheinlich fragen. Hier die Antwort: Es geht um das Sentiment. Was ist das Sentiment? Ganz kurz erklärt, das Sentiment beschreibt die Stimmung am Markt. Es zeigt, ob die Mehrheit der Trader bullisch oder bärisch eingestellt ist, entweder in Bezug auf den Aktienmarkt oder beispielsweise auf ein bestimmtes Währungspaar. Der Clou dabei: Wir nutzen das Sentiment als Kontraindikator. Das heißt, wir machen genau das Gegenteil von dem, was die Mehrheit tut. Warum? Weil die Mehrheit oft falsch liegt. Ich zeige dir das gleich an drastischen Beispielen. Du kennst vielleicht aus dem Aktienmarkt den sogenannten Fear and Greed Index. Angst und Gier, das sind ja zwei wesentliche psychologische Motive, die den Aktienmarkt treiben. Den Fear and Greed Index findest du kostenlos im Internet. Den Link packe ich dir unten in die Videobeschreibung. Und auch dieser Index kann sehr gut als Kontraindikator verwendet werden. Hier mal ein Chart, auf dem du siehst, sowohl den Fear and Greed Index, der von CNN entwickelt wurde, hier in Blau, abgetragen in Parallele zum S&P 500, den du hier in der roten Kurve siehst. Ganz kurz erklärt, man kann erkennen, wenn der Fear and Greed Index in Blau unter der hier mit ungefähr 25 eingetragenen gestrichelten Linie ist, dann ist die Angst im Aktienmarkt bei den Anlegern extrem hoch. Und das ist dann ein in der Regel guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Genauso umgekehrt, wenn der Index besonders hoch ist, hier über 75, dann ist ein Warnsignal gegeben. Das bedeutet nämlich, dass die Leute in der Regel zu gierig sind, dass jetzt alle nach Aktien schreien und das ist meistens ein guter Zeitpunkt, um seine Werte zu verkaufen. Sicherlich nicht als alleiniger Indikator, aber als einer, der hilfreich ist, um erfolgreich zu traden. Und das Gleiche gibt es jetzt auch für den Forex-Markt. Auch hier lohnt es sich, gegen den Strom zu schwimmen. Warum? Welche Idee steckt dahinter? Wenn alle bullish sind, ich habe es gerade schon angedeutet, dann sind die Märkte oft überkauft. Das bedeutet, es gibt kaum noch Leute, die kaufen können, um den Preis weiter nach oben zu treiben. Und das Gleiche gilt natürlich umgekehrt für bärische Märkte, die überverkauft sind. Und die Mehrheit der Trader neigt einfach dazu, Trends zu spät zu erkennen und springt dann auf, wenn die Bewegung fast vorbei ist. Und das nutzen professionelle Trader einfach aus, weil sie dieses Herdenverhalten kennen. Und jetzt zeige ich dir zwei Webseiten, die dir hervorragend dabei helfen können, das Sentiment im Forex-Markt als Kontraindikator zu deinen Gunsten zu nutzen. Entschuldige diese kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter. Aber ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieses Video gefällt, dann sei doch so gut und gib ihm ein Like und abonniere meinen Kanal. Das motiviert mich wiederum, weitere solche Videos zu erstellen mit noch mehr nützlichem Inhalt. Und so haben wir beide etwas davon. Herzlichen Dank. Die erste Webseite, die ich dir diesbezüglich ans Herz legen möchte, ist die von dailyfx.com. Vielleicht kennst du die auch schon, wenn du mit Forex handelst. Und dann gehst du hier mal auf das Tab mit den Tools und dann findest du hier das Sentiment. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir sehen hier für verschiedene Währungspaare oder auch für Indizes wie den DAX oder Crude Oil die Positionierungen der sogenannten Retail Trader, also der privaten Investoren. Hier können wir genau sehen, und das kann DailyFX aufgrund von Brokerkonten, wo sie genau sehen können, wie viele Trader sind denn bullish oder bärisch eingestellt, also netto long oder netto short. Beim Euro gegen den japanischen Yen beispielsweise sind 80% der Trader netto short eingestellt. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir klicken mal hier drauf und dann öffnet sich ein Chart.
Und wir sehen, dass 80% der Trader also netto short eingestellt sind. Wenn wir uns jetzt aber hier den Chart mal anschauen, hier ist nochmal 80% of clients are net short, dann fragt man sich doch, das kann doch wohl nicht sein. Guck dir mal diesen Chart an. Ich gehe nochmal hier in Trading View, da kann man das noch besser erkennen. Ich habe den Chart vom Euro gegen den Yen hier mal im Wochenchart aufgerufen und du siehst, dass seit 4 Jahren der Kurs vom Euro gegenüber dem Yen hier im Wochenchart permanent am Klettern ist. Wie kann es denn dann sein, dass die Trader, die privaten Trader, zu 80% Short eingestellt sind? Hier wird es gezeigt, 80% Short. Das heißt, wenn du so etwas siehst, dann bedeutet das, du solltest tunlichst Long gehen. Gucken wir uns noch ein anderes Beispiel an, der DAX 40. Auch hier sind 77% der privaten Trader netto short. Wenn wir uns den Chart ansehen, dann können wir davon ausgehen, dass der DAX im aufsteigenden Modus ist. Und das sehen wir hier ganz genau. Das heißt, solche Charts oder Indikationen, wo die Positionierung der privaten Trader zu sehen sind, solltest du unbedingt zu deinen Gunsten ausnutzen. Wenn du also Forex tradest, würde ich mir einfach hier diese Seite regelmäßig angucken und schauen, wo sind denn hier die extremsten Positionierungen der Retail-Trader, entweder in Short- oder in Long-Richtung. Können wir hier noch nach einem anderen Beispiel gucken. Wo haben wir hier noch was? Crude Oil, das sind die meisten bullish. Also würde ich hier theoretisch erstmal dazu gehen, hier potenziell einen bärischen Trade aufzusetzen. Oder wenn wir hier sehen, auch in Silber sind die meisten bullish, da würde ich dann eher short gehen. Und es gibt noch eine zweite Seite, die ich dir empfehlen möchte, die nennt sich Forex Client Sentiment. Auch hier kannst du, ich gehe nochmal zurück auf die Startseite, das Sentiment für verschiedene Währungspaare aufrufen. Du brauchst hier nur auf Start using our Forex Sentiment for free da draufklicken und dann hast du auch hier wieder die verschiedenen Währungspaare und auch hier deckt sich die Zahl der Long und Shorts eigentlich wie mit der anderen Seite. Du siehst auch hier Euro, japanischer Yen. Nur 21% sind Long, 79% sind Short eingestellt. Ich weiß gar nicht, haben wir auch noch andere Instrumente? Ich glaube, hier geht es in erster Linie um die Forex-Paare. Also würde ich an deiner Stelle, wenn du Forex handeln willst, hier immer gucken nach Extremen. Hier zum Beispiel auch der Schweizer Franken gegen den japanischen Yen. Hier sind 87% Short. Und ich wette, wenn wir hier auf den Chart gehen, sehen wir eine eindeutige Long-Entwicklung. Können wir ja mal machen. Der Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen. Rufen wir auch das hier mal in Trading View auf. Ja, siehst du auch hier. Seit Jahren läuft der Kurs nur nach oben. Also, und man sollte immer mit dem Trend traden. Deswegen würde ich mir dann je nach eigenem Tradingplan dann überlegen, okay, wo ist hier jetzt eine gute Position, um einzusteigen? So kannst du die Wahrscheinlichkeiten auf deine Seite ziehen, indem du diese privaten Positionierungen als Kontraindikator benutzt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was du von diesem Ansatz hältst. Nutzt du das Sentiment selbst schon als Kontraindikator oder hast du andere Indikatoren, die du vielleicht genauso gut oder sogar besser findest? Ich freue mich auf dein Feedback. In diesem Video steckt sehr viel Rechercheaufwand und Zeit. Falls dir also das Video gefallen hat, hinterlass mir doch bitte ein Like und abonniere meinen Kanal. Damit unterstützt du mich und damit auch automatisch die Produktion weiterer solcher Videos. Herzlichen Dank.